Hallo und schönen guten Morgen. Eine neue Woche, eine neue Adobe Live Session hier mit Motivation und Kreativität und Inspiration am Montagmorgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute mit einer Illustrationsfolge und Christina Jachow. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich, dass ich hier bin. Hi. Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen. Guten Morgen. Und vor allem guten Morgen an alle da draußen, wer auch immer schon da ist. Sehr aufregend heute, mein erster Livestream. Ja, sehr schön. Das wird bestimmt sehr cool und sehr inspirierend. Hier sind auch schon einige Leute wieder da im Chat. Guten Morgen, Katrin. Hallo, Tim. Hallo, Ruth. Hallo, Helmut. Ja, wir haben heute wieder eine inspirierende Folge vor uns. Christina ist Illustratorin und ich würde mal sagen, dein Stil oder deine Arbeiten zeichnen sich vor allem aus durch einen unheimlich positiven Vibe. Du arbeitest zart, bunt, mit wunderschönen Themen rund ums Thema Frauen, Wohlbefinden, Achtsamkeit. Und genau, was hast du uns denn heute mitgebracht? Vielleicht kannst du mal ganz kurz so sagen, was wir heute in der Stunde quasi erwarten dürfen. Ja, also heute habe ich mir überlegt, wir machen so eine kleine Reise vom Studium bis jetzt. Ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz interessant zu beobachten, wie sich mein Stil entwickelt hat und vor allen Dingen, wie ich mich auch thematisch gefunden habe. Und dachte, ich nehme euch erstmal mit so ein bisschen auf mein Behance-Profil und dann schauen wir uns an, wie es eigentlich zu Notizblock gekommen ist und ja, wie ich mich halt auch erst überhaupt in die Selbstständigkeit bewegt habe. Ich glaube, das ist so die spannendste Sache im Leben eines Illustrators, sich selbstständig zu machen. Ja. Darum wird es heute gehen. Genau. Ja, schön. Und ich glaube, das ist auch ein super interessantes Thema auch für alle Leute, die zuschauen. Vielleicht auch gerade, wenn man noch eher am Anfang von der beruflichen Karriere, sage ich mal, steht, einfach so ein bisschen zu erfahren, wie ist es bei anderen, wie war es bei dir, was läuft gut, wie findet man seinen Weg und ja, ich freue mich unheimlich auf die Stunde. Und ich auch. Für alle, die jetzt gerade noch auf YouTube zuschauen, kommt super gerne rüber auf Behance. Da gibt es nämlich auch den Chat und da könnt ihr Christina auch Fragen stellen. Jetzt in der nächsten Stunde von 11 bis 12 sind wir online. Sie lässt über ihre Schultern quasi blicken. einen Blick in die Arbeiten und ins Arbeiten. Und genau, stellt da sehr gerne Fragen dann, wenn ihr was wissen wollt. Und ich leite die dann an Christina weiter. Und ja, dann würde ich sagen, hüpfen wir doch einfach mal direkt auf dein Behance-Profil. Ich bin schon total gespannt, was du uns zu zeigen hast. Genau, sehr gerne. Also vielleicht stelle ich mich auch einfach nochmal vor. Also ich bin Christina, ich bin 32 und lebe aktuell in Berlin. Ich bin jetzt selbstständige Illustratorin und ich glaube, wenn jemand mich vorher schon wahrgenommen hat, dann kennt man mich, glaube ich, eher unter dem Künstlernamen Notizblock. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich glaube, Christina sagt niemand zu mir und das hat eigentlich auch eher damit zu tun, dass mein Spitzname Tietz ist. Und so hat sich dieser Künstlername dann am Ende eigentlich auch erst entwickelt, so aus dieser ursprünglichen Idee, wo beginnt eigentlich meine Arbeit? Auf dem Blatt Papier. Und irgendwie ist das dann mit so einer Symbiose geworden mit Tietz, Notizblock und dann, genau. Ja, gestartet hat aber tatsächlich alles eigentlich so mit meinem Studium. Ich bin studierte Kommunikationsdesignerin. Habe in der Hochschule Wismar mein Diplom gemacht, auch ein Illo-Diplom tatsächlich. Und switchen wir doch mal rein. Ich habe das hier bei Behance hinterlegt. Das war ein Projekt, noch so ein bisschen, ja,
thematisch ganz woanders. Ich komme eigentlich so damals im Studium noch so aus dem Bereich Fashion Illustration. Das hat mich unheimlich fasziniert, das Thema. Und ich dachte mir, ich möchte als Diplom schon ein Fashion Illustration Magazine machen. Und ich habe dieses Projekt eigentlich damals dazu genutzt, um mich nochmal komplett auszutoben. So, also ich hatte meinen Stil damals noch nicht gefunden und dachte mir, ich schaue einfach nochmal. Mich haben viele verschiedene Medien interessiert. Ich habe auch nochmal mit Illustrator rumprobiert, wie man sehen kann. Ich habe Aquarell ausprobiert, Tinte, Feder, was man hier vor allen Dingen auch nochmal so sieht. Und genau, das habe ich eigentlich dazu genutzt, nochmal alles auszuprobieren, zu gucken. Wollte eigentlich immer so meinem Idol hinterherlaufen, so Tina Berning, das war, die habe ich geliebt ohne Ende. Ich wollte eigentlich am liebsten immer so sein und auch so mega krasse Arbeiten machen. Und habe dann irgendwann aber gemerkt, okay, Aquarell, das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Das kann ich eigentlich gar nicht. Und Tinte und Feder hier, das ist eigentlich so mein Medium. Und wenn dann eigentlich noch wie hier Photoshop dazukommt, dann fühle ich mich da schon viel mehr zu Hause. Und damit bin ich eigentlich dann im Gepäck losgelaufen, 2014. Das ist auch total schön. Wusstest du denn eigentlich damals schon, dass es in die Richtung Illustration gehen soll? Und dann war das ja, also es scheint es wie so eine bewusste Entscheidung, dann nochmal wirklich die Stile so auszuprobieren, Grenzen irgendwie auszuchecken, was auf was du Lust hast oder was dir liegt, so, oder? Genau. Also ich wusste schon auf jeden Fall, das macht mir Spaß, das möchte ich auch. Also das merkt man ja auch, womit man sich eigentlich so rund um die Uhr beschäftigt oder wo man eigentlich immer mit dem Kopf hängt. Aber ich wusste noch nicht so richtig, wer bin ich. Also deswegen habe ich das eigentlich genutzt am Ende, dieses Projekt. Und mit dieser Erkenntnis, okay, Feder, Tinte, Papier, schon analog auch, mag ich, möchte ich weitermachen, aber ich habe jetzt hier ein Diplom im Gepäck, noch nicht so richtig Erfahrung, also als Grafikdesignerin, und bin dann eigentlich nach Berlin und habe erstmal nochmal Praktikum gemacht und bin dann 2014 in Berlin bei Davanna gelandet, im Praktikum in der Grafik auch, und habe dort halt erstmal, ne, so den kompletten Kontrast ja auch mitbekommen, so zwischen Studium und wirkliche Arbeitswelt, richtige Projekte, dann auch mal die ganzen Programme wirklich lernen. Also das musste ich auch echt nochmal neu lernen für mich, so wirklich Photoshop, Illustrator, InDesign. Und da wurde dann 2015 auch übernommen in der Grafik. Und damit ging es dann eigentlich los, dass die Illustration wieder ins Spiel kam, sozusagen. Meine damalige Chefin hat das schon auch erkannt, dass das eigentlich mein Steckenpferd ist und dass ich da eigentlich hin möchte. Und sie hat dann auch für mich illustrative Projekte realisiert und dann durfte ich halt für das Davanda Love Mag illustrieren. Und das war quasi mein Highlight eigentlich dort vor Ort. Das hört sich aber auch gerade total so ein bisschen wie so ein Träumchen auch an, oder? Also total. Gerade so beim ersten Job und wenn es dann die Chefin irgendwie auch so merkt und es dann auch so fördert, dass du das so machen darfst, dass du dich da dann auch so austesten darfst, ist irgendwie cool, oder? Total cool. Also ich war auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass sie das so ermöglicht hat. Und ich switche hier mal rein. Also alles, was ihr jetzt hier so unten sehen könnt, das waren so verschiedene Projekte dann. Ist natürlich erstmal klar, Davanda Love Mag, es geht um Editorial, es geht um Kolumnen, da durfte ich dann halt immer so kleine Illus für machen, natürlich immer mit dem Oberthema DIY auch. Oder es gab natürlich Titelgeschichten, wie das Thema Freundschaft zum Beispiel. Da hatte ich dann einfach das Oberthema, ich hatte den Artikel und durfte dann dazu sozusagen mir frei was überlegen. Und das, ja, ich muss schon sagen, das war eigentlich wirklich das, was mich da so ein bisschen auch am Leben gehalten hat. Weil ich habe schon gemerkt, Grafik, das bin ich eigentlich nicht. Damit verdiene ich mein Geld. Das ist auch, das kann ich auch dann bis zu einem gewissen Grad.
Aber das Herz, das war natürlich eine Illustration, ganz klar. Und ja, dann kam natürlich alles auch so ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, ob da Wanda ein Begriff ist. Also es ist noch so ein Online-Shop für handgemacht. Das ist eigentlich so der deutsche Gegenspieler zu Etsy gewesen. Und ja, das Problem war dann, dass sich alles nicht mehr so gefügt hat für der Wanda und strukturelle Veränderungen dann vorgenommen wurden 2017. Und dass der Wanda Love Mac dann tatsächlich auch darunter gelitten hat. Das gab es dann nicht mehr 2017. Und das war eigentlich am Ende schon ziemlich eine entscheidende Sache für mich, weil damit ging dann eigentlich Notizblock los. Also okay. Das Love Mac war weg. Die quasi eigentlich auch so mein Highlight war dann weg und war dann eigentlich nur noch Grafiker und dachte, okay. Und irgendwie muss ich jetzt was machen. Dein Label für alle, jetzt, die es vielleicht neu hören, Notizblock ist genau. Dein Label. Und aber schön, dass quasi mit dem, wenn was aufhört, damit dann irgendwie auch was Neues startet, oder? Total, auf jeden Fall. Also ich musste halt irgendwie was machen, weil ich wusste, ich will das ja. Ich muss dann schon auch selbst aktiv werden. Hab dann gesagt, okay, dann jetzt. Wann sonst? Also man muss ja auch irgendwie realistisch bleiben. Es nimmt ja auch keiner für einen selbst in die Hand. Und habe mir dann einfach erstmal einen Instagram-Account angelegt. Die Idee zu Notizblock, also ich war ja schon auch, sieht man ja auch hier auf Behance, man war ja auch schon erstmal irgendwie drin. Man hat ja auch illustriert und im Nachhinein sieht man ja auch schon, man hat irgendwie einen Stil entwickelt. Man merkt das im Prozess ja oft auch immer nicht. Aber man war schon irgendwie da. Ich finde es total interessant. Ne? Also ich finde auch gerade an deinen Anfangsprojekten, man sieht da schon quasi Notizblock. Man sieht deinen Stil schon so. Aber es ist auch total schön, wenn du da so diese Zeit hast, den zu entwickeln. Also das ist ja auch immer so ein Prozess. Ja, und ich glaube, der Prozess lag aber auch daran, dass ich mich von diesem Thema Fashion Illustration gelöst habe. Da hatte ich vorher so ein Bild, wie ich das gerne hätte. Und dann habe ich das mal losgelassen vom Studium. Dann frei, hier, probier dich mal aus an diesen DIY-Themen. Und dann hat sich das einfach mal von alleine irgendwie gefunden. Und man konnte sich selbst so dabei entdecken. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dann doch jetzt zu merken, das ist ganz von alleine passiert irgendwie. Klar. Cool. Auch so mit den Farben, ja. Der Chat ist auch schon sehr begeistert. Okay. Tolle Illustration. Es sind ja Sternstunden eines Illustrators. Also die finden es auch sehr schön, was du zeigst. Das freut mich. Danke. Genau, ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss irgendwie was passieren. Jetzt muss losgehen mit Notizblock. Und habe dann mal eine kleine Prise noch vorbereitet, weil dann wirklich so dieser Stempel halt auch drauf war, dieses Notizblock, okay, das ist meine Brand, die möchte ich jetzt irgendwie aufbauen. Kann man das jetzt sehen? Ja. Okay, cool. Genau. Wie war das für dich? War das dann tatsächlich so eine Entscheidung von heute auf morgen, ab jetzt bin ich komplett selbstständig? Oder war das so ein Prozess? Das war dann ein Prozess. Also es war erstmal klar, okay, ich selbst muss mich dann schon so als Illustrator und als was Eigenes sehen, unabhängig von, ich sag mal, einer Firma oder einem Job. Ne? Das war so dieses Thema. Ich war natürlich dann da noch angestellt, aber ich wusste auch, okay, das wird dann natürlich nicht mehr lange gehen, weil die Perspektive dann nicht mehr da war. Ne? Und habe dann erstmal gesagt, okay, ich muss das Schritt für Schritt angehen. Das ist eine Selbstständigkeit, das passiert halt nicht von heute auf morgen. Mhm. Und habe dann erstmal mit einer Kollegin zusammen von der Wanda so ein Projekt gestartet. Also sie meinte, das Lou, ich weiß nicht, ob ihr Lou kennt, von Lou Loves Handmade, die hat auch bei der Wanda gearbeitet und sich vor allen Dingen so um den DIY-Content gekümmert und um Social Media. Und sie meinte, Tietz, pass auf, lass uns was zusammen machen. Wir haben da
ich habe meinen Blog, ne? Ich hatte ja noch gar keine Website und nichts. Und sie meinte, okay, das wäre so eine Plattform und du kreierst was, was du gerne machen möchtest und dann machen wir dafür Fotos. Und ja, so hat sich das dann plötzlich irgendwie ergeben. Und dann dachte ich so, ja, ich wollte immer schon mal so einen Kalender machen. Okay, dann mache ich jetzt einen Kalender. Und habe mich dann wirklich nach der Arbeit 2 Monate lang zu Hause hingesetzt und habe diesen Kalender kreiert. Und ja, jetzt kann man das Ergebnis jetzt hier sehen. Und dann sind die Calendar Girls dadurch so entstanden. Das ist tatsächlich ein freies Projekt dann auch gewesen, wo man tatsächlich auch sagen muss, das ist ein Projekt, was heute noch existiert. Das ist wirklich so ein, ja, so ein Hauptherzensprojekt, was geblieben ist, jetzt auch über all die Jahre. Aber damit hat es eigentlich angefangen. Und cool. Genau, und ich wollte halt etwas machen, womit ich mich selber identifizieren kann. Das sind natürlich einfach, das ist das Leben, ne? Das ist so das Oberthema, glaube ich, für alle auch. Damit kann man sich ja nun mal identifizieren. Ich wollte vor allen Dingen aber auch einen positiven Aspekt einfach so in meine Arbeit einfließen lassen. So. Und das sind dann halt einfach Dinge, vor allen Dingen Mantras, die ich immer so ein bisschen mit auf den Weg geben möchte, um zu motivieren, zu inspirieren. Und ja, verpacke das dann schon in alltäglichen Situationen und vor allen Dingen auch in weibliche Situationen. Das ist mir natürlich wichtig. Und ich habe jetzt hier auch noch mal so einen kleinen Einblick in meine Arbeit oder in meine damalige Arbeit noch. Das Thema Feder und Tinte war natürlich nämlich immer noch präsent. Ich habe wirklich auf Aquarellpapier dann gezeichnet. Das wäre nämlich jetzt so eine Frage von mir gewesen. Ja. Hast du damals analog, also weil das hat ja so einen sehr charmanten, analogen, handgemachten Charakter auch, die Illustrationen. Genau, ja, also das habe ich wirklich analog übernommen, noch so wie im Studium habe ich das immer noch gemacht. Ich habe einfach auf dem Papier dann die Elemente einzeln auch gezeichnet und das dann in Photoshop zusammengebaut. Ne? Also, also wirklich quick und dirty, wie das jetzt hier auch aussieht, so war das wirklich einfach. Ja, cool, ja. Hier Ruth, wenn ich noch mal was einwerfen darf, schreibt ja auch gerade, das sind Illustrationen, die wir Balsam über die Seele, für die Seele sind. Da scheint die Sonne. Und ich finde auch, die strahlen einfach so viel Positivity, auch was du so selbst sagst. Und die haben irgendwie so eine Ruhe und auch die Frauen, die haben irgendwie so eine innere Ruhe und so eine Gemütlichkeit, aber dadurch auch so eine Stärke. Das finde ich irgendwie so faszinierend und toll an deinen Illustrationen. Danke, Tana. Ja, also das Ziel ist ja auch dann immer, wenn es oft ja auch bei einem selber vielleicht unruhig ist, dass Illustration dann auch so eine Art Flucht sein kann. Ne? Also Man möchte ja auch selbst so ein bisschen seine Geschichte natürlich damit erzählen, aber andererseits sich selbst ja auch motivieren. Also ich merke schon, dass ich mir selbst damit auch ganz oft Kraft geben möchte. Und wie hier dieses Take a Break, so heißt das zum Beispiel, das möchte ich mir dann selber auch einfach sagen oder mir selber irgendwie in dem Moment halt auch gönnen. Oder ich gehe zum Beispiel halt auch einfach gerne tanzen. Und das spiegelt dann schon auch ganz viel von mir wieder natürlich. Aber ich merke immer wieder, ich bekomme ja auch natürlich Feedback zu meiner Arbeit, dass sich dann natürlich ganz viele Leute drin wiederfinden. Und das freut mich unheimlich. Also, Gerade weil du auch sagst, du bekommst Feedback für deine Arbeiten. Du hast auch gesagt, du hast den Instagram-Account, hast du quasi mit, sag ich mal, Geburtsstunde von Notizblock gegründet. Ja. Wie wichtig oder so, wie stehst du so zu Social Media? Was würdest du sagen, wie wichtig war das auch vielleicht für dich und die Weiterentwicklung oder so den Prozess oder so, dass du da Feedback bekommst oder irgendwie Rückmeldung? Also jetzt gerade am Anfang, muss ich sagen, war das natürlich super wichtig, weil man ja man hat ja erstmal gar kein Feedback. Ne? Und gerade jetzt auch mit dem Kalender war das so, das war die einzige Form, wo ich das nach außen tragen konnte, wo ich mich quasi präsentieren konnte. Also ich nutze
ich nutze Instagram am Anfang natürlich ganz, ganz doll als digitales Portfolio. Ich hatte keine Website, das war so die einzige Schnittstelle dann auch zur Außenwelt. Und deswegen war das unheimlich wichtig, der Außenwelt so zu kommunizieren. Das war natürlich am Anfang super abstrakt. Aber da konnte man es dann natürlich so zeigen und das Feedback war enorm zu dem Kalender. Man muss auch dazu sagen, wir haben das als Free Printable damals rausgebracht dann auf Loosblog und das war der Wahnsinn. Es wurde unheimlich viel geteilt. Natürlich Freebies sind auch immer natürlich sehr, sehr beliebt und das hatte schon eine unheimliche Gewalt am Anfang dann. Also was aber auch wichtig war, weil man ja auch dann merkt, okay, vielleicht ist das dann auch wirklich was, womit ich vielleicht irgendwann mal mein Geld verdienen möchte. Also im Hinblick auf Selbstständigkeit ist das sehr wichtig gewesen, dieses Tool für mich. Also ne, in dem Moment war es erstmal noch ein Tool. So. Ja. Ja. Und ich finde es auch interessant, was du ansprichst. Genau, dieses Free Printable, es ist irgendwie für euch ein freies Projekt und erstmal steckt man Kraft und Arbeit und Zeit da rein und gleichzeitig, also jetzt, wenn du das so sagst, ist es aber auch total schön, wenn man dann doch immer wieder, entweder bei sich selbst oder bei anderen Gestalterinnen, kreativen Leuten sieht, dass es sich dann irgendwie auch doch auszahlt oder dass es sich irgendwie vielleicht auch gerade am Anfang, also vielleicht an die Leute, die so am Anfang stehen, dass es einfach total, ja, auch wenn es viel Kraft kostet, aber irgendwie sich dann irgendwann auszahlt. Und das finde ich so schön. Also wenn du das jetzt so auch für dich festgestellt hast, so hey, ja, cool, da kommt dann irgendwie auch was zurück. So. Und ich glaube, das ist ja dann auch für einen selbst so sehr viel Motivation und so ein Push, da weiterzumachen. Absolut. Also man muss ja auch sagen, ich war dann ja immer noch fest angestellt und ich habe das wirklich dann nebenbei gemacht. Also man arbeitet dann ja auch so 9-to-5 und dann geht man nach Hause, ist eigentlich auch kaputt. Aber ich habe dann 2 Monate dann natürlich auch erstmal daran gearbeitet, zusätzlich so. Und das war schon viel, aber die Motivation war eigentlich innerlicher die, dass ich das jetzt auf die Beine stellen möchte. Das ist einfach mein Traum. Ich möchte das. Also war für mich erstmal klar, ich muss jetzt auch erstmal was dafür geben. Es ist ja klar. Und wenn das jetzt natürlich, man kann das so und so sehen, es ist kostenlos, muss man seine Arbeit kostenlos am Anfang irgendwie. Für mich war das was, für mich gehörte das erstmal dazu, um erstmal gesehen zu werden. So, ne? Und dann im nächsten Schritt muss man natürlich gucken, dass sich das auch irgendwie, man muss ja irgendwann von irgendwas leben, klar. Aber klar, den Job hatte ich ja, alles war gut und dann ging es ja auch plötzlich auf einmal rasant weiter. Ne? Also okay, das hat dann schon Fahrt aufgenommen, so durch Instagram. Also, oh ja, zeig uns mal, was da dann noch so kam. Genau, also die Schritte waren dann die nächsten, dass ich gemerkt habe, okay, es ist viel Arbeit und wenn ich Notizblock wirklich machen will, eigentlich hauptberuflich, da muss ich mit den Stunden runtergehen, denn es geht nicht. Ich habe schon einfach, oder ich glaube, jemand, der mir folgt, der merkt das halt auch hin und wieder so in meinen Storys. Ich bin halt jemand, der nachts arbeitet, das muss man dazu sagen. Ich bin nachts einfach kreativ, so am Tag geht halt bei mir nicht so viel. Ich mache mehr so Organisationen über den Tag, E-Mails, Termine, so Sachen und abends habe ich einfach die Ruhe. Und das crasht natürlich dann irgendwann mit so einem 9-to-5-Job. Das war einfach dann eine Entscheidung. Okay, und ich muss schlafen musst du ja auch noch. Richtig. Guter Punkt, Anja. Darf man nicht vergessen. Ja, genau. Und das war dann so klar, okay, ich muss mit den Stunden irgendwie runter. Und habe dann gesagt, okay, ich kündige jetzt für einen Notizblock. Weil ich wusste aber, okay, in dem Moment ich kann natürlich noch nicht davon leben, habe dann erstmal nochmal eine Teilzeitstelle angenommen als Grafiker bei MyToys in der Printabteilung und habe dann quasi 2 Leben auf einmal geführt. Also ich war dann in Teilzeit immer in Schöneberg, ne? Und dann zack nach Hause
und dann wieder Notizblock. Und das nahm dann auf einmal wirklich Fahrt auf. Ich habe dann mehrere Projekte auch bekommen. Auch hier das, was ihr seht, das ist so eine Kooperation mit Refinery29 und OB Deutschland. Das kam dann zu der Zeit auf, als ich dann auch angefangen habe, mich initiativ zu bewerben tatsächlich. Also das ist ein Projekt, was aus einer Initiativbewerbung entstanden ist tatsächlich. Ich habe mein Portfolio hingeschickt und die kamen dann zurück, haben sich gemeldet, meinten, die finden den Stil ganz toll und würden sehr gerne was mit mir machen und hatten dann tatsächlich schon einen Job im Gepäck. So, und dachte ich so, okay, ja, klar, sehr gerne. Ne? Man freut sich ja auch einfach. Und ich war bei dem Projekt hier vor allen Dingen sehr, sehr happy, dass es eigentlich auch ein Thema ist, was mich Richtung Weiblichkeit, Frauengesundheit war, weil ich mich da natürlich sehe auf dem Gebiet. Also das sind Themen, die mir selber am Herzen liegen, als Frau logischerweise. Mhm. Und dann ging es um so eine Art zwei Artikel für die Learning Page bei Refinery um Tamponmythen. Und da sollte ich sozusagen diese Mythen visualisieren. Das kann man dann hier schön sehen. Rechts geht es um, wie oft sollte man sein Tampon wechseln, zum Beispiel. Okay. Da wäre jetzt so meine Frage, wie war da so der Kontakt mit dem Kunden oder wie stark oder wie eng war das Briefing gefasst? Wie viel quasi Freiheit hattest du dabei? Also ich fand das tatsächlich sehr gut, dass es eigentlich schon sehr fest war, das Briefing. Die zwei Mädels hatten, ich hatte sozusagen eine Schnittstelle mit Refinery und mit OB eigentlich gar keinen Kontakt. OB war sozusagen ihr Kunde und der Austausch fand dann zwischen denen statt und ich hatte dann eigentlich von Refinery immer das Briefing und es wurde dann schon gesagt, okay, das sind die Tamponmythen. Wir hätten sehr, sehr gerne, dass du einmal illustrierst, Tampons trocknen aus, das ist das Mythos, der Mythos. Man müsste Tampons super oft wechseln und dazu hätten wir dann gerne jemanden in der, mit einer Uhr, mit einer Tamponuhr oder hier zum Beispiel mit der Trockenheit jemanden in der Wüste. So. Und das war schon sehr, sehr fest und dabei bin ich auch tatsächlich immer sehr dankbar, weil viel Zeit geht bei mir tatsächlich auch eigentlich so über die Recherche und die Motivfindung eigentlich drauf, muss ich feststellen. Da könnte ich ewig manchmal experimentieren und da ging das eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Ja, du hast ja schon auch so deine, oder so eine Farbwelt, so deine eigene Farbwelt. Das passt da jetzt unheimlich gut. Wie hat das funktioniert? War das jetzt auch ein Farbvorschlag von dir oder waren die vorgegeben? Inwieweit konntest du da irgendwie frei arbeiten? Da waren die Farben tatsächlich vorgegeben. Mhm. Nicht ganz grob, aber durch OB natürlich, durch den Kunden. Also OB hat nun mal dieses türkisige, petrolige Blau. Und das musste mit rein, das war natürlich klar. Drumherum meinten sie, ist es dann schon wichtig, dass das harmoniert. Und da haben sie natürlich auch gesagt, klar, dann das Rosa kann auch mit rein. Also ich habe dann einfach quasi eine Palette, ich habe mir dann OB-Sachen genommen, OB-Farben und habe dann eine Palette einfach mal so weg erstellt, habe die rübergeschickt, kam das Go. Und dann war das klar. Also man hatte schon grob eine Idee. Ich habe dann mir quasi was überlegt und das gleicht man dann ab und dann läuft man damit los. Genau. Und das ist dann einfach so dabei entstanden. Schön. Genau, das war so das erste aufregende Projekt. Dann Ende 2018 war das. Genau, also in Teilzeit 2018. Und dann kamen immer mehr kleine Projekte rein, zum Beispiel auch
das Projekt mit Spoonflower zusammen. Die haben sich bei mir dann auch gemeldet und meinten, wir würden sehr, sehr gerne deine Illustration auf Stoff drucken und wir würden super gerne so eine kleinen Wallhanger machen. Das sieht man hier in dem nächsten Schritt. Auch mal ganz schön zu sehen, wie so eine Illustration dann am Ende auf so ein Produkt eigentlich auch aussieht. Das war dann auch zeitgleich tatsächlich und da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt wird es doch ganz schön viel, selbst in Teilzeit. Muss ich jetzt wirklich mal gucken, wie ich das alles irgendwie schaffe. Ich wollte gerade fragen, wie lang hast du das tatsächlich gleichzeitig gemacht? Weil das ist ja auch, ich glaube, vielleicht auch im Chat oder jeder, glaube ich, hat da so irgendwie seine Meinung oder seine Erfahrung auch zu dem Thema. Gerade wenn man sich selbstständig macht, macht man diesen Cut von jetzt auf nachher oder macht man den eben so ein bisschen schleichend und auf Prozess gemacht. Aber es ist wahrscheinlich auch sehr anstrengend in der Zeit dann gewesen, oder? Die du da gemacht hast. Aber gleichzeitig natürlich auch toll, wenn dann immer mehr Projekte kommen, freie Projekte. Total. Also anstrengend ist gut. Also es war tatsächlich ein bisschen mehr als anstrengend. Also da bin ich auch ehrlich und das teile ich auch. Auf Instagram sage ich auch hin und wieder schon was dazu, dass das ein Problem war, beziehungsweise, dass ich da meine eigene Geschichte auch habe, warum ich am Ende dann auch letztendlich bei dem Thema Achtsamkeit ja dann auch irgendwie lande, hat damit zu tun, dass genau diese Zeit eigentlich komplett ausgeartet ist. So, also ich habe mich da auch so ein bisschen doll dann natürlich, ich war super motiviert, gesagt, okay, ich möchte, dass das jetzt irgendwie anläuft mit Notizblock und ne, dann kriegt man Jobs und dann kriegt man vielleicht auch gleichzeitig Jobs und merkt so, okay, gleichzeitig eigentlich gar keine gute Idee, aber Nein sagen hat man auch erstmal dann, vielleicht gerade am Anfang, wenn man dann auch will, dass das läuft, so erstmal so Bedenken und ich bin dann auf jeden Fall auch über meine Grenzen gegangen. Dann habe ich irgendwie auch noch gleichzeitig meinen Shop eröffnet tatsächlich, weil ich irgendwie Bock hatte auf Shop und Produkte und habe ja auch gesehen, auf Instagram natürlich, die Leute sind interessiert, sie möchten sehr, sehr gerne irgendwie die Illustration auch kaufen, habe den dann irgendwie auch noch gelauncht nebenbei und dann waren wir so 2018, 2019 so Jahreswechsel und habe dann tatsächlich noch einen Adobe Spoonflower Workshop damals gegeben über Pattern Design tatsächlich. Wie kriege ich meine Illustration eigentlich in Photoshop zu einem Muster? So. Und ich glaube, das war so das Letzte, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt müssen wir ehrlich sein. Wenn ich jetzt noch länger mache, dann falle ich um. So. Also da bin ich wirklich ehrlich. Das war eine krasse Zeit. Da bin ich wirklich über meine Grenzen gegangen. Und da habe ich auch gemerkt, selbst in Teilzeit, das ist zu viel. Weil ich war dann wirklich immer da, bin nach Hause und habe bis morgens um vier gearbeitet. Immer noch für einen Notizblock. Und ich habe, glaube ich, 3 Monate lang, leider Gottes, 4 Stunden am Tag geschlafen. Und klar, jetzt, das sehen wir beide, das war auf jeden Fall nicht gesund. Nicht gesund und das ging natürlich nicht lange gut. Und das war eigentlich dieser ausschlaggebende Punkt, aber am Ende, dass ich gemerkt habe, okay, muss wieder was passieren. Entscheidung treffen. Ich wollte eigentlich noch ein Jahr in dieser Teilzeitstelle bleiben, weil natürlich man auch irgendwie sein Leben ja auch finanzieren muss so nebenbei. Aber ich habe gemerkt, okay, es geht nicht. Die Entscheidung muss ich jetzt eigentlich für meinen Körper treffen gerade. Und bin dann in die Selbstständigkeit gesagt, okay, nochmal reduzieren die Zeit. Egal, was jetzt kommt, ich vertraue jetzt einfach darauf, dass das schon wird. Aber die Entscheidung muss ich jetzt eigentlich für die Gesundheit gerade treffen. Dann gehe ich in die Selbstständigkeit. Aber krass, ganz, ich bin gerade total sprachlos. Vielen Dank, dass du auch so offen bist mit uns, mit dem Chat, dass du auch so darüber sprichst, tatsächlich auch welche Schwierigkeiten so ein
ja, so gerade der Anfang von so einer Selbstständigkeit auch tatsächlich für einen selber, für die Gesundheit dann auch tatsächlich mitbringen kann, aber schöner, aber also so, wenn ich deine Arbeiten sehe, es hat sich, was heißt, total gelohnt. Also es ist gut, dass du dann diese Entscheidung getroffen hast, diese komplett die Selbstständigkeit zu machen. Und wie man sieht, du hast ja auch wunderschöne Aufträge und ja, also es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich habe hier eine Frage aus dem Chat von Katrin. Die fragt dich nämlich, wie gehst du mit dem Klau deines Contents um? Oder findest du, war es auch schon so? Also du hast ja auch einen sehr uniken Style, aber ist es dir schon mal auch passiert, dass du Arbeiten findest, die dem so ein bisschen nachgeahmt werden? Muss ich ehrlich sagen, gar nicht so. Also ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Klau ist mir tatsächlich eher in anderer Weise aufgefallen. Das ist jetzt so in den letzten Wochen passiert, dass tatsächlich Produkte oder ich sag mal Illustrationen auf Plattformen gefunden wurden jetzt, wo jemand dann damit Geld verdient. Das war eine Illustration. Ja, ja, genau. Also um das wirklich so ganz grob zu halten, keine Namen und keine Plattform zu nennen, aber ja, wie geht man damit um? Man ist natürlich erstmal ja schockiert, wie kann das sein, dass jemand eigentlich so das geistige Eigentum beziehungsweise ne, diese Kunst nicht respektiert und damit einfach losläuft auf eine Plattform, das hochlädt und damit Geld verdient. Das war natürlich erstmal ein Schock. Aber andererseits dachte ich mir, gut, das ist auch wieder was, was ich nicht kontrollieren kann. Das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Also ich bin doch tatsächlich recht entspannt damit. Ich weiß nicht wieso, einfach weil es, glaube ich, andere Dinge gibt, durch die man dann schon gegangen ist. Aber erstmal muss ich sagen, das ist was, womit man wahrscheinlich lernen muss, umzugehen, so als Künstler. Ja. Ja, Katrin schreibt auch, das hört man leider sehr oft. Ja. Und ja, es ist auf jeden Fall dann nochmal, glaube ich, wenn die Situation da ist, auf jeden Fall nochmal so ein neuer Punkt, dass man sich damit konfrontieren muss, wie man da es macht. Aber genau, ja. Dani sagt auch, tolle Einstellung, die du hast und super spannend, was du auch erzählst. Und auch nochmal kam nochmal ein Danke für deine offenen und ehrlichen Einblicke, auch die du gibst. Ja. Also ich glaube, sowas ist auch... sowas kann ja auch total inspirierend sein für andere und auch Mut machen, wenn man so den Weg einfach hört, den jeder für sich so gehen muss oder geht. Ja, ist auf jeden Fall super inspirierend. Ja, also ich möchte hier aber an der Stelle nochmal sagen, das ist nicht gesund gewesen und das sollte man bitte auch nicht nachmachen. Denn klar, ich habe mein Ticket dadurch auf jeden Fall bekommen, gesundheitlich, keine Frage. Habe aber einfach auch daraus gelernt. So. Also das... Und du hast es in total viel Produktivität umgewandelt. Und dadurch zeichnen sich ja jetzt auch deine Arbeiten aus. Also du hast ja was, was für dich in dem Moment negativ war, jetzt aber in was Totales, total so nach vorne treibend das gebracht. Das finde ich auch sehr, finde ich total toll. Und dass du mit deinen Illustrationen dann auch eben das zum Thema machst und dann für andere auch so diese Motivation und diesen guten Spirit und diese Positivity dann irgendwie auch mitziehst in diese Bildwelten. Genau, also das ist dadurch einfach wirklich mein Thema geworden und ich habe einfach dann oft ganz selbst immer dieses Bedürfnis, mich selber da immer wieder auch dran zu erinnern durch meine Arbeit. Klar ist das immer ein Thema und ich glaube, es ist auch manchmal vielleicht wichtig, dass man so einen inneren Struggle vielleicht hat, den man immer wieder auch in seiner Arbeit vielleicht mitnimmt, damit man ja irgendwie weiter inspiriert ist vielleicht. Ich weiß es nicht, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Und dann war ich tatsächlich irgendwie selbstständig und hatte dann noch immer wieder mal kleine Anfragen, wie zum Beispiel hier von Thales Post. Auch sehr süß. Es war so eine Postkarte für so eine Art kleinen Wunder, so einen kleinen Brief, Wundertütenbrief, würde ich fast meinen. Da durfte ich dann so eine Postkarte gestalten. Aber so 2019 war eigentlich das
Jahr, wo es dann wirklich auch ganz oft um dieses Thema Gesundheit ging. Super auffällig. Also das, was privat halt bei mir abging, muss ich schon fast sagen, hat sich dann auch plötzlich in der Arbeit wiedergefunden und auch in Aufträgen wiedergefunden. Also ich habe auch Aufträge, die ich heute tatsächlich noch gar nicht zeigen kann, weil ich da das Agreement halt auch wirklich noch gar nicht für habe oder am Ende immer noch gar keine Broschüre dann in der Hand habe, wofür es eigentlich war. Da ging es immer um Gesundheit. Also es war schon so ein roter Faden, der sich letztes Jahr so durchzog. Und ja, das wundervolle Projekt mit Katja war zum Beispiel auch so ein Thema, wo es dann eigentlich ganz viel am Ende sich vermischt hat mit meinem Privatleben. Also das hier zum Beispiel ist so ein Zyklusplaner, den ich unterstützend sozusagen illustriert habe für meine Freundin Katja Vogt. Ganz witzigerweise kennen Katja und ich uns nämlich von der Wanda. Da haben wir nämlich schon zusammengearbeitet und sie hat mich dann am Ende gefragt, hey Tietz, wie sieht's aus? Hast du Lust? Ich möchte ganz gerne einen ganzheitlichen Zyklusplaner, also analog sozusagen, rausbringen und ich möchte dich als Illustratorin dabei haben. Ich war natürlich Feuer und Flamme. Frauengesundheit, überhaupt das ganze Thema Weiblichkeit, das hat mich vor allen Dingen sehr geprägt zu dem Zeitpunkt. Also sie hat mir durch diesen ganzen Inhalt, der ja auch dahinter steckt, zum Thema Pille absetzen. Natürlich war bei mir überhaupt dieses ganze Thema Gesundheit durch meine Vorgeschichte ja auch sehr, sehr präsent. Damit hat sie mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Und ja, dann sind wir auch über Monate zusammen eine Reise zusammengegangen und haben uns viel auch zusammen dazu ausgetauscht und ja, da sind halt natürlich viele weibliche Motive auch entstanden dazu, zum Thema innere Frühling, die man jetzt hier auf der rechten Seite aussehen kann, weil der Zyklus natürlich mehrere Phasen hat, wie man sich dann fühlt. Und das sollte auf jeden Fall in der Illustration sich auch widerspiegeln. Also dass erstmal nach der Menstruation sozusagen wieder so ein Ei heranreift, ne? Also hier was Neues entsteht. Dann lebt man sozusagen in voller Blüte seiner Kraft, wenn das Ei springt sozusagen. Das waren schon wichtige Themen, die irgendwie dargestellt werden mussten. Dann nach diesem Sommer, den sie halt so nennt, kommt ja eigentlich der Herbst. So, die Frau möchte sich eigentlich danach nach dem Eisprung einkuscheln und sich irgendwie für dieses Baby bereit machen. Das habe ich dann durch so ein bisschen gedecktere Farben dann dargestellt. Und dann beginnt der Kreislauf ja eigentlich wieder neu. Total schöne Umsetzung auf jeden Fall. Und Baby sagt ja auch wunderschön. Ich gebe dir mal ganz kurz ein kleines Zeitfeedback, weil du wolltest ja auch noch ein bisschen zeigen, weil das würde mich jetzt auch sehr interessieren, wie du die Illustration tatsächlich machst, weil du hast ja auch gesagt, du hast analog angefangen und dann bist du ins Digitale gegangen und da wolltest du uns ja auch noch so ein bisschen was zeigen und wir haben jetzt, genau, wir haben noch 20 Minuten. Interessant. Genau, die Zeit geht ja doch immer schneller vorbei. Ist ja Wahnsinn. Genau, ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Genau, Selbstständigkeit und dann habe ich schon gemerkt, okay, es sind natürlich sehr, sehr viele Themen, sehr viel Zeit. Da geht das jetzt auch nicht mehr so gut dann mit Tinte, Feder, Papier. Das muss auch ein bisschen schneller werden und habe dann gemerkt, okay, ich kann mich diesem digitalen Thema jetzt auch nicht mehr so verschließen. Ich muss mich jetzt auch dafür mal ein bisschen öffnen. Habe mir dann ein Tablet besorgt und habe dann angefangen, digital zu zeichnen. Tatsächlich Wahnsinn. Also es war schon eine krasse Umstellung dann auch auf Glas und mit Stift. Und das war erstmal komisch. Aber habe dann die Calendar Girls tatsächlich das erste Mal den 2020-Kalender komplett digital gezeichnet. Also das sieht man jetzt dann hier auch mal, dass der Stil dann doch auch schon ein bisschen moderner wurde dadurch. Ein bisschen klarer, die Linien sehr viel klarer. Und ja,
Aber es ist auch schön, ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, man sieht trotzdem deinen Stil und dass so das Digitale dann so mit, also quasi, dass es noch was Zusätzliches bringt, aber das, also weil das ist ja doch auch oft ein Thema, was, glaube ich, irgendwie jeden von uns schon mal beschäftigt hat, digital, analog oder wenn man da so seine speziellen Tools hat. Aber du bringst es da sehr gut ein. Und ja, so wie du sagst, es kriegt so ein bisschen was Moderneres, aber trotzdem noch den Tietz-Look. Wavy fragt hier gerade, deine Kalender bekommt man ja bestimmt in deinem Shop. Er fragt aber noch, wo man das Buch bekommt. Oh, das Buch. Das kriegt man tatsächlich bei fearyourflow.com oder .de. Okay. Also, Feel Your Flow einfach eingeben und dann kommt man auf Katjas Seite. Da kann man diesen Zyklusplaner auf jeden Fall kaufen. Also genau. Ja, und jetzt nehme ich euch einfach so ein bisschen mal mit rein in diesen Entstehungsprozess von solchen Illus, beispielsweise anhand jetzt des Kalenders. Ich kriege auch oft die Frage, wie entstehen dann eigentlich so die Farbkompositionen und so. Das ist super unterschiedlich. Hier zum Beispiel jetzt an dieser Illu, manchmal ist es auch so, dass ich einfach dann erstmal abchecke, okay, was geht jetzt eigentlich bei Pantone für die nächste Saison? Ziehe mir dann die Farben auch mal runter und gucke, welches Gefühl oder von dieser Palette kann ich mit reinnehmen für jetzt in dem Fall zum Beispiel hier Weihnachten? Was würde da passen? Da habe ich jetzt hier diesen Ton ausgewählt. Den genommen, kombiniere das dann quasi mit meinen 50 Shades of Pink, wie ich sie immer nenne, was irgendwie passt, das harmoniert damit sehr gut und habe dann auch hier so ein Braun noch integriert, also Braun und pastellige Rosatöne sind auf jeden Fall durchweg immer Thema bei mir, das zieht sich schon durch. Also Pink Lady auf jeden Fall immer wieder ganz, ganz großes Thema bei mir. Und dann, von der Komposition, was die Bilder angeht, bin ich ganz viel auf Pinterest, muss ich zugeben. Also ich lasse mich schon durch Bilder einfach inspirieren. So, man hat natürlich oft auch einfach so einen Spruch vielleicht schon mal da, wo man sagt, ach, der gefällt mir, den habe ich hier mal gesehen oder da mal gehört. Dann hat man eine Idee, worum es gehen soll und dann gehe ich schon auf Pinterest gezielt oder ich sammle immer mal wieder, wenn man da ist, sieht man was und ich sammle das. Genau, und hier bei diesem Motiv, also wir werden uns jetzt das hier anschauen, das rechte, entsteht dann einfach auch was aus so einem Key-Visual sozusagen von diesem Van, dann habe ich vielleicht auch mal Klamotti hier und da gesehen, was mir ganz gut gefällt. Das baue ich dann vielleicht ein. Details, die mir gefallen, die baue ich ein. Die machen es halt einfach auch echter und irgendwie lebendiger, muss ich sagen. Und dann hat man natürlich hier durch solche Sachen, ich muss dann auch hin und wieder wirklich schauen, wie sitzt jemand, wie bewegt sich ein Mensch. Also klar, das können wir uns alle eigentlich vorstellen. Aber wenn es dann soweit ist, dann fällt es einem halt doch manchmal schwer, das wirklich wiederzugeben, dass das irgendwie echt und authentisch ist. Und so komme ich dann am Ende irgendwann mal zu meiner Skizze. Das ist jetzt hier wirklich quick and dirty. Kann man hier mal sehen. Also ich mache meine Skizzen wirklich noch auf Papier mit Buntstift und gehe dann rüber, switche dann auf das iPad und zeichne dann erstmal ohne Farben, mit einer Farbe erstmal alle Outlines. Also das ist wirklich dieser ganz unschöne Blick auf die Sache, wie es auf dem iPad erstmal entsteht. Also das ist jetzt mittlerweile schon besser geworden, aber es war am Anfang wirklich erstmal so Kraut und Rüben, würde ich sagen. Und dann entwickelt sich das so nach und nach. Also ich würde jetzt gerne nochmal in Photoshop switchen, um euch das dann zu zeigen, wie so eine Datei bei mir dann mal aufgebaut ist. Total gerne. Also
Hier. Es ist aber auch total schön, jetzt zu sehen, welche Feinheiten du dir raussuchst. Also jetzt zum Beispiel, dass tatsächlich diese Blumen auf dem Bus jetzt auch bis in die Illustration geschafft haben. Also ich finde es total interessant, auch so Moodboards zu sehen, wie jemand auch arbeitet. Total. Also ich glaube, weil es gibt einfach viel zu viele Ansätze, wie man das machen kann. Und meiner ist wirklich runtergebrochen, ganz einfach. Also man darf sich da gar nicht so was Krasses vorstellen. Das ist dann auch das Dokument, so wie ich es wirklich in Photoshop ziehe, so kommt das an. Und man sieht das hier, vielleicht rechts, das ist erstmal eine Menge an Ebenen. Also das hat sich bei mir halt wirklich so rauskristallisiert. Ich brauche einfach alles auf Ebenen, damit ich am Ende vielleicht doch nochmal sagen kann, ach, ich möchte das jetzt hier doch nochmal in der Farbe oder in der Farbe. Ich probiere tatsächlich wirklich erst in Photoshop alles aus. So, und ich muss natürlich erstmal alles sortieren. Das habe ich hier schon mal getan. Dann ist für dich das Zeichnen am iPad ist tatsächlich noch eher der Skizzenmodus. Und dann ist die Hauptarbeit passiert dann eher in Photoshop? Eigentlich schon, ja. Also okay. Die ganze Magie mit Farbe, mit Ausmalen. Ich finde das Wort immer so ein bisschen komisch, aber ist es ja am Ende. Also das Ausmalen, dieses flächige, die flächige Gestaltung findet eigentlich tatsächlich wirklich am Photoshop statt. Und ich arbeite mich dann eigentlich immer so von hinten nach vorne. Ja, und auch total schön strukturiert. Das wurde hier nämlich auch gerade schon im Chat gesagt. Ja, genau. Und ich kümmere mich dann erstmal so um den Hintergrund, erstmal so Grundrauschen, was passiert dann da. Und wenn ich alle Ebenen oder alle, ich sag mal, ich strukturiere das so nach Vordergrund, Hintergrund und natürlich so Key Visuals, der Band, die Girls, dann so die Kleinigkeiten, die kommen eigentlich dann so am Schluss. Und dann baut sich das so strukturell einfach auf. Und ich gehe mal hier rein in so ein Band, da sieht man schon, da passiert unheimlich viel. Also ich muss natürlich auch alles benennen, sonst finde ich das nicht wieder. Ich mache mir ja dann auch Kennzeichnungen so, wenn ich weiß, okay, das bleibt definitiv braun zum Beispiel. Dann ist das grün, da gucke ich dann nicht mehr an und dann gehe ich einfach weiter und habe dann auch wirklich, dass ich wirklich an- und ausklicken kann, wie ich das jetzt hier möchte. Die Aufkleber, dass ich die anpassen kann. Das hat sich einfach für mich bewährt am Ende, weil gerade auch so bei Kundenaufträgen, da oft einfach am Ende kommt, ah, können wir das nicht rausnehmen? Können wir das nochmal in einer anderen Farbe machen? Und es hat einfach für mich den meisten Effekt, wenn ich sage, alles liegt auf jeglicher Ebene. Ich kann jede Ebene, man sieht das hier vielleicht nochmal mit den Aufklebern nehmen, könnte ich das jetzt hier mit dem Van einmal machen. Die Autofläche, die hat eigentlich vorher mal eine andere Farbe und ganz am Ende, wenn ich wirklich bereit bin, mich für Farben festzulegen, dann lege ich das einfach drüber mit so einer Farbüberlagerung. Also man darf sich das gar nicht so spektakulär vorstellen. Das ist tatsächlich eigentlich ja, ganz einfach. Aber auf jeden Fall total vorbildlich, dass du das so durchziehst. Ne? Dass man, das ist ja auch immer so eine gewisse Angewöhnungssache, dass man das so durchzieht, alles auf einzelne Ebenen zu machen. Also für mich funktioniert das so. Es gibt natürlich tausend Möglichkeiten in Photoshop, aber ich glaube, weil ich mich auch schnell vielleicht mal verlieren kann, ich brauche das super strukturiert und dass ich halt sagen könnte, vielleicht möchte ich am Ende auch gar nicht, dass die Person, noch eine dritte Person auf dem Van sitzt, dass ich die rausnehmen könnte und dass ich die Typo, dass ich zum Beispiel auch dieses Poster ohne diese Typo geben könnte am Ende. Oder vielleicht halt auch mit so, dass ich sowas halt immer anfassen kann. Ja, und am Ende ist es dann irgendwie rund. Ja, genau. Das ist so die ganze Magie hinter diesen ganzen Notizblock-Girls. So, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Ja, genau. Noch gute 7 Minuten, also auf jeden Fall bis um 12 Uhr. Es ist auch, ich finde es auch schön, dass du
dass du, also es scheint so, wie wenn du das so gut kombiniert bekommst. Du hast ja deinen Shop, deine eigenen Produkte, da lässt du deine eigenen Illustrationen zum Leben erwecken, sage ich da immer, weil irgendwie ist es auch total schön, wenn man seine eigenen Illustrationen, du machst ja damit auch Produkte, das finde ich schön. Und gleichzeitig hältst du dir den gleichen Stil aber auch für commissioned, also für Auftragsarbeiten an. Wie ist denn da so das Verhältnis so? Also, oder ist es so bewusst, dass du sagst, du machst das 50-50 oder wie handhabst du das? Das kommt natürlich auch immer auf, ganz auf die Situation an. Und 2020, wissen wir alle, ist nochmal eine ganz neue Situation. Dass ich darüber gar nicht so oft zum Beispiel dieses Jahr nachdenken musste. Dieses Jahr war wirklich ganz viel Shop. Ich habe mich komplett auf Thema Shop fokussiert dieses Jahr, weil einfach auch nicht viel los war. Aber sollte, sag ich mal, so eine Auftragsarbeit reinkommen, dann kommt die schon natürlich aufgrund des Stils, klar. Das heißt, ich bleibe mir da meistens dann natürlich auch schon treu, weil der Kunde diesen Stil halt auch haben möchte. Aber es gibt natürlich auch so Momente, wo ich dann auch natürlich Dienstleister bin auf eine Art und Weise. Also gerade jetzt zum Beispiel hier bei dem Kalender, bei dem Zykluskalender mit Katja, sieht man, das ist schon auch nochmal ein anderes Stil. Sie hat sich das schon ein bisschen aquarelliger, noch ein bisschen softer gewünscht und habe dann auch gesagt, okay, pass auf, da finden wir eine Möglichkeit, gerade weil sie mich halt auch noch von der Wanda kannte und ich da Aquarell immer noch ein bisschen eingebaut hatte, meinte sie, ich hätte gern diesen Mix aus diesen Outlines schon noch mit Aquarell und da gucke ich dann noch, dass ich mich schon noch mit identifizieren kann. Das ist ganz wichtig. Wenn das gar nichts mehr mit mir zu tun hat, das würde ich dann schon nicht mehr machen. Aber klar, auf eine Art und Weise bin ich auf jeden Fall für Gespräche offen. Aber dieses Jahr war das gar nicht so nötig. Also, oder es sind immer weniger, dass ich da eigentlich mich verbiegen müsste oder so. Ja, ist ja auch wunderschön. Also gerade als Illustratorin, Illustrator, das, ich glaube, da ist ja nochmal so ein bisschen vielleicht eine Abgrenzung zum Grafikdesigner, dass das ja so der Stil, das Richtungsgebende ist. Hört sich ja auch total toll an, wenn du da an diesem Punkt auf jeden Fall bist, an dem du dann sagen kannst, die Kunden kommen wegen deines Stils auf jeden Fall. So. Ja, das wünscht man sich ja auch. Ne? Also, dass man, ich sag mal, einen Wiedererkennungswert hat am Ende. Und wenn man dann auf einmal diese Reise so durchgeht, auch in der Vorbereitung, merkt man das dann plötzlich ja auch selbst. Man hat das. Was man früher nicht gesehen hat, ist dann total klar auf einmal, dass man diesen Stil hat. Mhm. Und klar, es gibt nichts Schöneres, dass man deswegen gebucht wird, klar. Ja, hier kam noch eine Frage vorher im Chat, weil du ja auch, also jetzt mittlerweile quasi auch sehr flächig arbeitest. Arbeitest du immer quasi pixelbasiert oder arbeitest du auch mal mit Illustrator? Oder hast du da auch ganz klar deinen Favoriten? Also ich arbeite schon vorwiegend, gerade was so meine Arbeiten, jetzt wirklich so Notizblock-Shop auch angeht, schon pixelbasiert, muss ich sagen. Aber wenn ich behalte mir das schon offen. Also wenn ein Kunde jetzt zu mir sagt, er braucht auf jeden Fall Vektorgrafiken, dann mache ich Adobe Fresco auch und ich weiß, dann müssen wir von vornherein auf jeden Fall auch vektorbasierten Pinsel nehmen. Denn ich gebe es ganz ehrlich zu, also Illustrator und ich, wir werden keine Freunde mehr. Also ich tue mich damit einfach total schwer. Ich bin Photoshop-Girl. das wird einfach so bleiben. Okay, und hole dann wirklich lieber gleich am Anfang in der App die Vektor dazu. Aber ich bin schon eigentlich pixelbasiert. Ich wollte gerade sagen, das ist ja super jetzt mit Fresco, dass es halt da jetzt geht. Also super, weil jeder hat dann Programm so seine Favorites oder die, die einem so ein bisschen besser liegen oder wo man mehr Erfahrung mit hat. Aber mit Fresco ist das dann natürlich super, dass du dir das auch so aufhalten kannst. Genau. Ja, wir sind schon fast am Ende angelangt. Ja.
Wow. Die Stunde ging wieder super schnell vorbei. Ich glaube, du könntest uns noch viel, viel mehr zeigen. Immer. Also schaut auf jeden Fall noch gerne auf deinem Instagram-Account, bei Notizblog, schaut vorbei, da gibt es noch viel, viel mehr von deinen Arbeiten auch zu sehen. Ich finde, ich hatte da mal in den Stories geschaut, da ist auch total schön dieser Übergang von deinem analogen Arbeiten. Ich glaube, unter Work hattest du diese Bilder gepostet, wo du noch mit Aquarell oder Tinte auch gezeigt hast, gezeichnet hast. Da ist auf jeden Fall viel von dir zu sehen oder auch auf der Webseite gibt es super viel zu entdecken. Du machst ja so viele eben die Sachen mit deinem Shop und die Auftragsarbeiten und die Kalender und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken bei dir. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Chat ist, der bedankt sich auch bei dir. Es kamen einige Male auf jeden Fall sehr schöne Arbeiten. Sie mögen deinen Stil. Du bist super sympathisch und sie bedanken sich auch alle für den offenen Einblick. Und da kann ich mich nur anschließen. Ich finde es total schön, auch Hut ab, dass du uns diesen Einblick so gewährt hast, weil das auch irgendwie, ich glaube, das ist nicht was, wo jeder drüber gerne spricht, aber gleichzeitig irgendwie auch was total Wichtiges und wo auch in der Community, glaube ich, jeder irgendwie sich da auch was rausziehen kann und Stärke gewinnen kann. Und ich glaube, das sieht man auch deinen Arbeiten total an, dass du das in eine sehr schöne Positivität die ganzen Themen auch eingearbeitet bekommst und visualisiert bekommst. Dann, ich weiß nicht, hast du noch so ein irgendwie was Letztes, was du sagen möchtest oder mit der Community teilen möchtest, ihr auf den Weg geben möchtest? Auf jeden Fall erstmal vielen Dank sagen, dass ich erstmal hier sein durfte heute, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Und ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der vorbeischaut, der vorbeikommt, mich begleitet, über jegliche Unterstützung. Das ist für mich einfach das Größte natürlich, dass so viele Leute einfach jeden Tag auch sich bei mir melden und, ich sag mal, Feedback geben, dass man ja auch einem weiterhilft, ne, mit seiner Arbeit und dass man Mut gibt, dass man Inspiration ist. Danke dafür, dass ihr das auch mitteilt. Das muss man ja auch sagen. Man müsste das ja auch nicht immer. Aber das gibt mir sehr, sehr viel Kraft und das motiviert mich natürlich, auch dran zu bleiben und meine Arbeit weiterzumachen. Und danke dafür. Auf jeden Fall. Thomas schreibt auch, er war ganz sprachlos. Er hat immer nur auf deine Artworks gestarrt. Und Ruth sagt auch, es kann sie gut gelaunt in meiner langweiligen Arbeit nachgehen. Also ich glaube, du hast durch und durch positive Stimmung und gute Vibes verteilt, auf jeden Fall. Das hoffe ich doch. Danke auf jeden Fall dir. Ganz großes Dankeschön. Ich habe mich mega gefreut, dass du hier warst und wir über deine Arbeit und deinen Werdegang quatschen konnten und du uns auch über die Schulter blicken hast lassen. Sehr gerne. Wir schauen mal noch ganz kurz, was wir diese Woche haben. Heute gibt es ja auch noch den UK-Stream und den Stream in UK. Und ansonsten, morgen kommt, ich glaube, da ist eine Grafikdesign-Session steht morgen an mit Chihan Tamti. Danke, Tim, die Stimme aus dem Off. Und am Mittwoch ist Tim nochmal bei uns mit noch mehr geheimen Geheimtipps. Also da wird es auf jeden Fall auch wieder spannend. Wer da die letzte Session am Donnerstag schon angeschaut hat, da geht es jetzt weiter. Oder ansonsten holt ihr gerne noch nach davor. Was es auch noch auf jeden Fall auszuchecken gibt, ist die Adobe Max. Schaut da gerne mal auf die Webseite max.adobe.com. Genau, danke Tim, er hat gerade den Link gepostet. Schaut euch mal das Programm an, klickt euch durch. Es gibt super viele Streams, super viele Vorträge zum Thema Skills aneignen zu jeglichen Programmen von Fotografie, von jeglichen Designdisziplinen, Fotografie, Illustration, UX, Design, alles ist dabei. Super interessante Sachen. Meldet euch da an und das findet alles
online dieses Jahr statt und ist auch alles kostenfrei, also lohnt sich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Tietz, Christina, ja. Ganz herzlichen Dank nochmal, dass du da warst. Ich glaube, dem Stream, der Community hat es auch sehr gefallen. Ich bedanke mich auch und ich wünsche euch allen noch einen guten Start in die Woche, würde ich sagen. Und genau, macht's gut. Danke dir. Macht's gut. Vielen Dank. Schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao. Thank you.